Northbury Grove is a quaint forest community. The serenity and solitude of Northbury Grove is far removed from the chaos and cultural cacophony of Spectre City, just a few hours away. But on one fateful night, this humble community will be shaken to its core by the harrowing crimes of a cold-blooded killer. Connor and Crystal are among the dozens traveling to Spectre Forest. Deep within the woods is the Rock the Warehouse Music Festival. They've arrived early to get their volunteer passes from their friend, Grace Bailey. Little do they know, they should have sat this one out. So, bevor ich jetzt Enter drücke, erstmal herzlich willkommen zum zweiten Game heute. Mir hat das erste gerade ja ganz gut gefallen. Ne? Klar, es gab einige Verbesserungsvorschläge meinerseits, aber das Grundgerüst, ich habe gerade Erdnüsse gegessen, Entschuldigung, aber das Grundgerüst und auch die Idee und vor allen Dingen, dass es halt so ein Pixel, ich mach's mal ein bisschen leiser, Moment. Und vor allem auch die Tatsache, dass es so ein, ja, so ein Pixel-VHS-Game ist, ne? Ihr wisst ja, da stehe ich ja halt total drauf. Und habe ich jetzt gerade mal geguckt, was die noch so für... Die haben viele Games. Die haben viele, viele Games auf Itch.io. Ich habe jetzt mal eins genommen, was noch ein bisschen aktueller ist als das, was wir gerade gespielt haben. Das Entity ist, glaube ich. Ich hoffe, man spricht so aus. Das ist jetzt Northbury Grove. Es gab noch 2 oder 3 neuere. Ich kann jetzt mal eben gucken, wann ist das hier rausgekommen? Das ist von... Ich habe es auch gar nicht geguckt, wann Entity rauskam. Kann es leider nicht so genau sehen. Catch-up is a story before walls closing in. Ich glaube irgendwann September 2019, wenn ich das richtig sehe. We launched our Patreon, bla bla bla. Also irgendwie so. Ich kann es hier oben leider nicht genau sehen, wann das released wurde. Steht jetzt nur Download und so, aber irgendwie so um den Dreh. Würde ich das jetzt mal so schätzen. Und ja, das andere weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Wichtig ist oder interessant, sagen wir mal, ist, dass es halt von den gleichen Machern ist. Wir haben ja gerade gesehen am Anfang, das sind wohl 3 Männer, die da wohl zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Achten wir jetzt mal drauf. Auf jeden Fall heißen die Scythe Dev Team. Und ja, das sah jetzt auch ganz interessant aus. Ist noch ein bisschen anders. Also gerade das Spiel, das war ja eher so, wir laufen da durch und gucken ein bisschen. Da war kein Jumpscare, da waren keine Rätsel, nichts. In dem Teil ist es wohl, in dem Game ist es wohl noch ein bisschen anders. Will da nicht zu viel verraten. Vor allem will ich nicht drüber reden, weil ich dann Angst kriege, das zu spielen. Weil es wird langsam spät. Wir haben jetzt 20 vor 11. Jetzt ist langsam die Horror-Time. Und es ist halt wirklich wieder ganz ungewohnt, ohne euch zu spielen. Es war auch gerade gruseliger. Also es ist wirklich gruseliger, als wenn ich immer rüber gucke und ich weiß, ihr sitzt da und ja, supportet mich halt live. Das ist halt einfach so. Aber vielleicht ist es ja auch mal ganz gut, mal wieder sowas, vor allen Dingen bei solchen Spielen alleine zu spielen, weil... Hat das Spiel schon angefangen? Die ganze Zeit der gleiche. Damit ich halt auch mal so ein bisschen Gruselfeeling wieder kriege, weil wir hatten das ja schon bei einigen Games, dass das so ein bisschen fehlte. Und vor allen Dingen ich dann halt auch einfach mit euch zu viel interagiere. Ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Es ist nicht böse gemeint. Dafür ist der Livestream da. Aber bei gewissen Horror-Games nimmt es das Feeling auch ein bisschen raus. Okay, das Spiel hat es aber von alleine gestartet, weil ich nicht gedrückt habe. my backpack. Everything I have to my name. It's not much. Okay, kann ich das irgendwie nehmen? Okay, alles, was ihn ausmacht und es ist irgendwie nicht viel, ne? Ich kann es leider nicht nehmen. Also wenn man... Taschenlampe ist F ganz normal, dann dürfte E eigentlich auch nehmen sein. Kann ich aber nicht. So, Schneckchen. Das ist unsere Schnecke. Natürlich. Kann ich... Ich wollte mal gucken, ob da unten was rauslugt, aber nein. Das geht ja noch. Sonst wäre es auch nicht meine Freundin, obwohl... Ich glaube, das würde ich meiner Freundin schon nicht erlauben. Boah, ich war voll der strenge Freund, ne? Wenn ich Mann geworden wäre, so, dann würde ich wahrscheinlich auch genauso eine Freundin suchen, oder so ähnlich, zumindest von den Klamottenstil, wie ich selber auch jetzt gerade bin, so voll zugeschnürt halt einfach, so, weil ich das überhaupt nicht mag. Auch wenn man es kann, dass man so rumläuft, ne? So. Feuer können wir auch nichts machen. Okay, da hinten ist noch irgendwas. Also wir sind ja hier irgendwie, eine Freundin von uns ist ja disappeared, ne? Und hier ist irgendwie so ein Musikfestival und sowas. Keine Ahnung, ob ich das richtig verstanden habe. Und wir wollen jetzt hier nach der suchen. Ich weiß nicht, sind wir jetzt wegen ihr hier oder wegen dem, weil sie verschwunden ist? Das hat mich ein bisschen irritiert, weil in der Vorgeschichte... Achso, warte mal, ich mache mal den Desktop-Sound wieder komplett laut. Ich glaube, sonst ist es ein bisschen zu leise. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert, weil ich habe gerade gelesen, dass wir eigentlich mit unserer Freundin hier hingehen, um unsere verschwundene Freundin, also die hier verschwunden ist, zu suchen. So. Jetzt hat er gerade aber am Anfang gesagt, wir sind irgendwie hier wegen irgendeinem Sommerfestival, wo auch unsere Freundin verschwunden ist oder so. Mir kam ein bisschen irritiert. Ein Abandoned Car, okay, ein Abandoned Car halt. Festival Sign. Man, they went really heavy on the electronic music this year. Okay. Kann ich auch mal machen für ein paar Stunden. So ein 3-Tages-Festival oder so kann ich mir mit so einer Musik dann wirklich nicht vorstellen. Was steht da? Irgendwas mit was hier, bla bla was hier. Ah, okay, wir müssen mit linke Maustaste. Your interview is scheduled for tomorrow at the Spectre City Civic Plaza. Arrive, bla bla bla. Thank you so much for this opportunity. I really appreciate it. I'm currently headed to the King's Corporate Motel and I will see you tomorrow. Have a great evening. Okay, die Frage, von wem ist das Handy? Ist das von unserer Freundin? Von unserer verschwundenen Freundin? Warte mal, ich gehe jetzt nochmal gucken. Hä, wo ist denn unser Lagerfeuer jetzt hin? Wo ist denn jetzt unser Lagerfeuer? Ich wollte noch mal gucken, ob ich meinen Backpack aufheben kann. Aber unser Lagerfeuer ist weg und unsere Freundin auch. Also das müsste eigentlich... Ich meine, wir sind irgendwie so aus der Richtung hingelaufen. Okay, dann kann es ja nicht wichtig gewesen sein, den Rucksack aufzuheben. Ich finde es nur komisch, weil... Ja, unsere Freundin jetzt auch irgendwie weg ist, unsere Perle, ne? Aber irgendwie scheint uns das nicht wirklich zu jucken. Vielleicht ist ja doch eine Schlampe. Vielleicht denken wir uns so, ja, die ist wieder mit irgendeinem Typen einfach mitgegangen. Typisch. Keine Ahnung. Es ist so ruhig, ne? Das ist mir gerade bei dem Spiel auch. Es ist so mega ruhig gewesen, das Spiel gerade auch. Okay, ich glaube, es ist genau die gleiche Lampe, die wir gerade auch da unten in den Höhlen hatten. Beerpong-Table. Okay, ist hier auch noch ein Handy? Okay, irgendein Oberkörper. Where is everyone? Okay, ich höre irgendwas. gerade irgendwie ein bisschen Angst. Ich mache mal meine Kopfhörer ein bisschen lauter. Parking Lot. Kann ich eigentlich unbegrenzt rennen oder habe ich irgendwie Natural, the only one made with organic tobacco, bla bla bla, okay. Verkaufsstände. Bierzelt. Mr. Trees Festival needs. Stört uns das jetzt echt nicht, dass unsere Perle irgendwie nicht mehr am Start ist? Oder? Ich meine ja nur so. Also für ein Festivalgelände wäre das ein bisschen sehr wenig ausgeleuchtet. Nur mal so. Okay, was stand da? Why is this lock? Where the hell is everyone? We need to cut this lock. Okay. Festival has been cancelled. So sorry. Due to the circumstances beyond our control, this weekend's event has been cancelled. The Northbury Grove Police Department has ordered a local curfew and we have been forced to postpone the event to a later date. Please be considerate to local townsfolk as you leave the area. Drive safe. Okay, wegen irgendwas wurde das hier geschlossen. Die Polizei hat gesagt so, ey Leute, gibt kein Festival. Refunds will be fulfilled through the box office. You can also choose to take free upgrades to VIP tickets to the reshooted event. No ticket exchange necessary. See you soon. Okay. Ich höre gerade irgendwas. Das macht mich gerade mega nervös einfach. Ich gerade wieder irgendwas gehört habe. Ach okay, sind wir wieder am Auto. Hier sind wir jetzt einmal rumgelaufen, ne? Was ist hier? Da ist das Motel. Müssen wir bis da hinten hinlaufen. Hier sind auch irgendwie ganz viele Garagen und Parkplätze. Okay. Was? Trash? It smells like sulfur and rotten cheese. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Weil da hinten leuchtet noch was, aber es führt überhaupt keinen Weg zu diesen Leuchten, ne? Finde ich ein bisschen komisch. Okay, sind wir auf der Straße. Alcan Industries. Das ist bestimmt eine gute Idee, da reinzugehen. Bestimmt. So, kann man zu diesem Hotel hinlaufen? Ich glaube nicht. Nein, okay. Weil halt auf dem Handy, ne, wir hatten ja gerade gelesen, irgendwie von wegen, ich gehe zu dem und dem Hotel. Ja, beste Idee ever. ist unsere Freundin. Das Lagerfeuer ist aus. Wir haben nichts mehr von... Ey, das sind genau die gleichen... Okay. Soll das die gleiche Umgebung sein wie in dem Spiel, das wir auch gerade gespielt haben? Ist das mit Absicht oder nehmen die einfach immer die gleichen Bauteile, um so ein Spiel aufzubauen? Ich meine, das sieht ja jetzt genau so aus, ne? Wir haben ja, als wir das Spiel, das wir gerade gespielt haben, haben wir ja hier gestartet. Hier. Da war ja auch diese Hütte und hier diese... Ja, genau, der LKW hier. Oh, es ist so dunkel, ey. Das kann nicht wahr sein. Das ist auch der gleiche Eingang, ne? Es ist genau das gleiche Gebäude. Okay. Aber jetzt sind die Türen alle da, komischerweise. Ich habe mich jetzt gerade vor dem Schatten erschrocken. Aber jetzt sind die Türen alle dran, ne? Wir können uns da noch dran erinnern, dass wir, als wir gerade da unten waren, da war ja so ein Fernseher und da haben wir ja gesehen, dass irgendwelche Leute entführt wurden oder was auch immer mit denen waren. Sind wir das jetzt vielleicht? Control Panel. I can't use it, there's no power. Weil ich meine, es ist zwar jetzt hier auch so heruntergekommen. It's a woman crying about her baby. Sounds like she lost it. Aber nicht ganz so krass wie gerade. Someone has been watering this. Für mich kommt das... Old VHS-Tape. It's all the rage right now. Was ist all the rage right now? Someone has been... Ja. Ich meine, wir haben ja auch gelesen, dass dieses Spiel in dem Universum von denen spielt. Das heißt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass tatsächlich die Spiele irgendwie aufeinander aufbauen. Im Sinne von, dass das eine Spiel halt, dass das jetzt, keine Ahnung, das ein Jahr davor spielt oder so. Vor dem, was wir gerade gespielt haben. It's fake. Nur so Instinkt. Ich meine, warum können wir die aufmachen und uns da reinstellen? Boah, ich höre aber auch die ganze Zeit was, ne? Das ist der Raum, wo wir was, wo, was? Was? Ich habe mich jetzt vor den Gemälden erschrocken übrigens. Oh mein Gott. Wie schnell ist man bitte tot? Der hat mich jetzt, glaube ich, zweimal erwischt, ne? Alter Schwede. Via SC to move, F for flashlight, click to interact. Sprint. Ja, okay, das Alto Belly. Oh, und ich sage, ich höre die ganze Zeit was. Und ich glaube, was ich auch gehört habe, es sind nicht nur die Schritte von dem, sondern ich glaube, ich habe gehört, wieder die Schränke hier auf und zu gemacht hat. Diese hier. Das hat sich zumindest angehört, wie als würde er diese und dann wieder zumachen, so. Alter Belly, ey. Nee, wo war das jetzt? Hier war das, ne? Ich hätte es auch nicht gedacht, dass der von unten kommt, weil wir ja unten gerade überall in jedem Raum drin waren. Oder der kam von da. Das kann natürlich sein, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier safe sind. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich wirklich in einem Schrank, ne? Okay. Okay, wir triggern ihn auf jeden Fall. Wenn wir nach oben gehen, triggern wir ihn, ne? Wir gehen mal direkt in den ersten Schrank rein. Ich sehe auch hier nicht wirklich viel in dem Schrank. Das Problem ist, der fängt irgendwann an, so schwer zu atmen, ne? Ich weiß nicht, ob der uns dann hört im Schrank. Jetzt kommt er natürlich nicht nach oben, oder was? Es hört sich an, als würde da unten die ganze Zeit die Spinde da auf und zuschlagen. Da ist er. Ach, die Türen hier. Die Türen. Sind das okay? Keycard. Kann ich ja sehr gut, ne, unter Druck irgendwelche Sachen suchen. Kann ich ja sehr gut. Okay, er verliert uns aber sofort anscheinend, wenn wir in den Schrank gehen. Okay, das heißt, wir müssen einmal nach unten. Weil hier oben ist nichts zum Einsammeln, das heißt, wir müssen nach unten. Ich hoffe, er kommt wieder von da. Eigentlich müsste er jetzt gerade da den ganzen Weg da lang laufen. Ich kann nicht sehen. Okay, ich bin verwirrt, weil da unten war jetzt nur dieses Loch. Da wollte ich... Wäre ich jetzt auch gerne durchgegangen? Also hier unten haben wir ja alles abgesucht. Hier unten ist nichts. Das heißt, es muss da irgendwo was sein. Aber... Ne, hier ist ja auch noch ein Raum, sehe ich gerade. Die Tür habe ich ganz übersehen. Stehe ich irgendwie ein bisschen zu weit rechts oder so, dass ich nicht ganz im Schrank stehe? Jetzt habe ich leider nicht gesehen, ob der links lang gelaufen ist. Also das ist, was ich meine, das ist schon jetzt noch ein bisschen anders. Wir müssen halt Sachen finden, um weiterzukommen. Also kleine Rätselchen lösen und wir werden halt verfolgt. Dass er jetzt die ganze Zeit hier so im Kreis läuft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Zumindest nicht, dass er so krass, weil er läuft seine Runden ja sehr, sehr schnell ab, ne? Okay, jetzt macht ihr die Tür nicht einfach nur auf, sondern geht auch tatsächlich rein, ne? Okay. Several Limb. A door wrapped the human skin. A board of pictures. Jetzt kommt er wieder, ne? Ja, irgendwas mit Selection? Was war denn das gewesen? Aber vielleicht ist das ein Hinweis, wo wir was finden können. Stand nämlich irgendwas mit irgendeinem Raum und dann Collectible. Aber ich fände es komisch, wenn das jetzt irgendein Raum auf der Etage hier wäre. Aber wir haben jetzt gerade die drei Türen auf der Seite, haben wir ja alle abgeklappert, die Räume. Na komm schon. Ich will unten nochmal gucken. Und wenn wir unten sind, gehen wir auch erstmal in den Schrank rein, warten, bis der einmal reingekommen ist und wieder rausgegangen ist. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Gucken. Na komm schon. Ich glaube, jetzt kommt da gerade die Treppen hoch, ne? Also eigentlich hört man das ganz gut, wo der gerade ist. Hä? Ist das jetzt so angehört, als wäre der nach oben gekommen? Hätte die eine Tür auf und zu gemacht? Und wäre dann wieder nach unten gegangen. Das hatten wir ja gerade bei einer Runde auch komischerweise, dass es so ewig lang gedauert hat, bis der hier lang läuft, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich kenne ja mein Glück. Ich gehe dann aus dem Schrank raus und in dem Moment kommt der gerade von rechts. Warum läuft der jetzt nicht den Flur hier lang? Ich höre immer wieder, wie der hochkommt. Und dann aber auch wieder runter geht. Sein Ernst jetzt? Das ist nämlich genau das, was ich meine. Oh, jetzt bin ich durch die falsche Tür gelaufen. Jetzt bin ich durch die falsche Tür gelaufen. Ich hätte eine Tür früher nehmen müssen. Nein. Ich weiß ja nicht, ob der hier auch lang läuft. Okay, scheiß drauf. Wir haben ja noch nichts gemacht so. Scheiß drauf, wenn wir sterben dann, ey. Wir haben ja noch nichts eingesammelt und großartig gelöst oder so. Ach, da war. Okay, der läuft also hier einmal so durch. Okay, dann macht er da unten die ganzen Türen alle einmal auf. Okay. Die Spinne guckt er gar nicht rein. Okay. Das ist das Loch, wo wir irgendwie durchgegangen sind, ne? In dem anderen Teil. Hm. Aber irgendwie kann ich da nichts machen. Schön, dass hier immer so leere Kleiderbügel drin sind. Ja. Also ich glaube ja, dass diese Karte da in dem einen Raum, dass sie uns eh was sagen soll, ne? Und dass irgendwo was, aber ich kann das nicht richtig sehen. Also es ist so, Collectible kann ich irgendwie noch lesen. Was das andere da sein soll, keine Ahnung. Und bis jetzt habe ich ja gar nichts gefunden. Ich habe weder eine Keycard, noch einen Bolzenschneider, noch, weiß ich, da ist irgendwas mit einem Tank, ne? Da müssen wir bestimmt auch irgendwas machen. Also ich habe schon das Gefühl, ich hätte schon einige Sachen gefunden, mit denen wir irgendwie was ne, machen müssen. Aber ja, bis jetzt konnten wir ja irgendwie nichts einsammeln, ne? Nobody's keeping score here, right? Ich habe Tab gedrückt. Ich gehe jetzt nochmal eben in den Raum rein, guck mir das nochmal an. Wieso hat er mir jetzt beim Vorbeigehen eine Schelle gegeben? Arschloch. Da, das da mit, was? Bla bla Witch. Ich kann es nicht lesen. Collection. Caption Pool Locker at all. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es leider überhaupt nicht lesen. Es ist so, es ist halt einfach... Es ist halt leider so verschwommen einfach. Habe ich trotzdem versuche, die Tür zu machen. Habt ihr gesehen, habe ich noch geschafft. Schade, also... Also das Spiel finde ich jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Weil... Also wir können da unten nochmal alles absuchen, aber das haben wir ja eigentlich bei der ersten Runde gemacht. Also bevor der kommt, kann man ja zum Glück unten zumindest einmal alles in Ruhe sich angucken. Weiß ich nicht, ob ich jetzt so motiviert bin. Oder hatten wir gerade beim ersten Mal einfach nur Glück, dass er nicht runtergekommen ist? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es wirkte schon so... Canada has been around forever, yet I'm not sure... What? I'm not sure what they do. Okay. Liegt da was? A fuse! Maybe I can get the power on. Aha. Habe ich doch was übersehen. Okay. Irgendwie hat mich das jetzt total angeglitzert. Warum habe ich das denn beim ersten Mal nicht gesehen, dass mich da was so anstrahlt? Verstehe ich gar nicht. Also jetzt gerade, als ich reingekommen bin, habe ich direkt so direkt da drauf geguckt. Und dachte, aha, was ist das? Guck mal, hier ist auch noch so ein Teil. Kann mich jetzt nur nicht dran erinnern. Okay, mit der Uhr hier unten kannst du den da wahrscheinlich ablenken, ne? Wenn du die Uhr hier anklickst, dass der dann hier hingerannt kommt. Das ist ja auch das, was ich gerade beim ersten Mal dachte, als wir die aus Versehen. Okay, ich habe jetzt eine Fuse. Ich kann mich aber gar nicht dran erinnern, wo ich ein Control Panel gesehen habe. Also ich meine, Control Panel ist ja das hier, sondern wo ich so eine Box gesehen habe. Haben wir wahrscheinlich auch noch nicht gefunden. Könnte natürlich sein, dass die also der Power Generator, wo wir die irgendwie einfügen müssen oder so. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe einen Raum vergessen zu erforschen. Hat mich schon voll gefreut. Und 0,1 Sekunde später wird mir klar, dass dieser Raum völlig useless ist. Okay, cool. There's nothing of use in here and it stinks. I wish it worked. Also zwingt dich ja keiner hier zu sein. Also das Strange daran. Es zwingt dich keiner hier zu sein. Oh, ich habe keinen Bock nach oben zu gehen und den zu triggern, ey. Ich meine, jetzt haben wir eine Fuse gefunden, aber ich komme ja trotzdem nicht weiter. Weil... Der Typ müsste eigentlich in dem Raum hier sein, ne? Der kann ja nur da drin sein. This don't look old, it's kind of weird. Okay, hier können wir auch nichts machen. Obwohl eigentlich sagt er ja so, ich habe keine Ahnung, was es sein soll, ne? Kann also sein, dass wir doch nichts mit dem Tank hier machen müssen. Some bolt cutters and the way out of here would be nice. I need to open the fence. Ja. Ja. Das Ding ist, okay, ich gucke jetzt noch einmal, ob ich irgendwas finde, ansonsten spiele ich jetzt gleich was anderes. Alter, wie schnell der ist. Ey, das ist doch nicht dein Ernstspiel. Also eigentlich hast du auch kaum eine Chance, wenn er schon hinter dir ist. Weil ihr habt ja gesehen, wie schnell ich jetzt... Also ich bin ja wirklich hier. Ich bin ja weggesprintet, ne? Und trotzdem, als ich die Tür von dem Spind aufgemacht habe, hat er mich ja schon geschlagen. Das heißt, der war wirklich direkt hinter mir so. Der ist auch einfach so ultra schnell. Wo war das denn jetzt hier, ne? Liegen die Sachen denn immer am gleichen Ort? Ach du Kacke. Okay. Wow. Okay. Das heißt... Alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum ich gerade beim ersten Mal die Fuse nicht gesehen habe, weil die halt ja auch gar nicht lag wahrscheinlich. Okay, die Sachen liegen auch noch immer an anderen Orten. Ich bin raus.